Willkommen zurück zu XCOM 2. Beim letzten Mal haben wir die Black Site erneut angegriffen und, dank bisschen Vorwissen, auch endlich besiegt gehabt. Und jetzt haben wir nur noch ein Objective, und zwar Build the Shadow Chamber. Und wir haben zwei Bereiche, die bereits leergeräumt werden. Also das heißt, wir haben noch 7 Tage. Und dementsprechend denke ich, gehen wir einfach mal hin und machen weiter hier auf der Karte. Na, gucken wir jetzt mal. Es wird vermutlich hervorgehoben, dass Avatar Project wieder um einen mindestens verloren hat. Nice. The loss of this black site will undoubtedly slow the aliens' progress, but we must remain vigilant. New targets for our guerrilla operations against Advent. Da, gucken wir mal. So, wir haben Western US, Western Europe und Eastern US. Operation Cosmic Prophecy, Protect the Device. Oho. Das würde uns einen Ranger geben. Oho, das ist auch gar nicht mehr interessant. Das ist nämlich jemand von unseren wirklichen echten Leuten. Das würde Decrease Supply given at the next Resistance Supply Drop. Auch vielleicht nicht fight, aber gucken trotzdem mal ganz kurz. Difficult, das ist schon eine Ecke härter. Recover Item vom Advent Train. Das würde uns ein Scientist geben. Und give Advent Units extra Armor. Oh boy. Und Moderate nochmal. Increase the cost of recruits by 100 for a month. Das heißt also, wir müssen eine Sache machen. Und dann gibt es die Chance, dass zwei noch bleiben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir Western Europe bezüglich der extra Armor mit am wenigsten gefällt. Wenn die noch mehr aushalten, gewisse Klassen könnten da, oder diese Gegner halt, könnten extremst übel werden. Das Rekruten mehr kosten für einen Monat und dass ein Supply Drop für den nächsten Monat weniger gibt, ich denke, damit könnte man leben. Was bedeutet, wir werden jetzt ganz bewusst hingehen, wir haben nämlich 400 Supplies und werden jetzt ganz bewusst schon mal ein paar neue Leute rekrutieren, um halt der ganzen Sache vorzuwirken, falls dann tatsächlich wir auf einmal weniger Geld bekommen und die Rekruten allgemein halt teurer sind. Die Frage ist, wie viele kann oder sollte man kaufen? Wir haben 5, 6, 7, 8. 8 Leute, die von mir sind. Das wären 200. Ich denke, das können wir ruhig machen, denn wir haben, denke ich, auch nicht allzu viele Sachen, die wir aktuell machen müssten. Nicht View Inventory, sondern Build Items. Wir haben einen Scanner, wir haben eine Flashbang. Wir könnten maximal überlegen, noch ein Medkit zu basteln, damit wir tatsächlich mit zwei herumlaufen. Der Mimic Beacon soll angeblich gar nicht mal so falsch sein, obwohl er, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen genervt worden ist. Also auch vielleicht nicht mehr hundertprozentig wichtig. Smoke Grenade und Mind Shield. Ja, Mind Shield ist in gewissen Situationen nicht falsch, aber da müsste man auch wirklich überlegen oder sich fragen, wie vielen Leuten man das tatsächlich gibt. Denn wir haben ja immer wieder gesehen, zum Beispiel Schattenmensch ist einer, der anfällig ist. Und jeder weitere, der anfällig ist, müsste man ja theoretisch dann ebenfalls noch einen geben. Und stets mit 6 oder wie vielen Soldaten man dann in der Zukunft hat, herumzulaufen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Und dementsprechend, wir können nochmal Proving Grounds kurz gucken. So, wir haben natürlich hier so ein paar Sachen, die man überlegen könnte. Das ist ja von dem ersten Teil mit dem Hook dran. Battlefield, Madison. Ja, hier fehlt es mir natürlich schon wieder so die Übersicht. Ach doch, nee, nevermind, da oben ist einer. Also wir haben 4 LM Cores. Korps steht jetzt leider nicht dabei. Auch noch 50 Supplies. Und 8 Tage bräuchten wir. Das würde unseres Dings verbessern. Skull Mining. More means to extract information. New technique lead to new intergains from our enemies. Vielleicht, dass wir bisher das nie so großartig nutzen konnten. Bin ich ganz ehrlich, möchte ich das nicht nutzen. Vielleicht überlegen wir, das hier noch zu starten. Einfach, um bessere Medkits zu haben. Die 4 HP sind zwar nett, aber in den meisten Fällen reicht das mittlerweile schon so überhaupt nicht mehr aus, trotz neuen Armor und Co. Also ich denke, wir gehen wirklich einfach hin, rekrutieren alles, was wir hier haben. Und wir werden vermutlich trotzdem diese eine Mission mit den besten Leuten machen. So, und ich denke jetzt wirklich, haben wir alle. Ja, dann machen wir das tatsächlich so.
Also wirklich einfach alles holen, was wir holen können. Das sind Nummer 50. Und noch ein zweites Medkit hinterher. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt auch schon über zu der Mission. Die Frage ist, und da müssen wir jetzt gleich mal kurz gucken. Wir haben Moderate, das ist in blau gehalten. Wir haben Difficult, das ist in gelb. Und dann haben wir wieder Moderate. Also Difficult wird wohl vermutlich schwerer sein. Aber es ist die Mission, die ich denke ich machen sollte. Eigentlich auch mal interessant zu wissen, was ihr da genommen hättet. Aber ich persönlich finde, dass mehr Rüstung immer unangenehm ist. Gerade halt das extra Armor. Das ist ja nicht Health, das ist ja wirklich halt extra Schutzarmor. Das heißt also, das könnte denen in der Hinsicht nochmal helfen. Also ich würde schon Ancient Dawn jetzt machen wollen. Naja, flieg mal. Die anderen beiden auch logischerweise nicht angenehm. Aber das ist mir dann doch lieber so. Okay. Wie gehen wir das Ganze an? Wir haben sie... Nee, hier ist sie. Man muss erstmal ein bisschen gucken, welches ich jetzt hier verschoben habe. Wo wer ist, so ist es passend. Sehr schön. Wir haben... Sniper, Sniper, du gehst raus. Ich glaube, ich würde wirklich demnächst irgendwann hingehen und die umbenennen. Damit wir... diesen Soldaten auch nutzen können. Ist irgendwie doof, dass wir die haben. Und eigentlich nichts mit dir anstellen wollen. Schattenmensch ist scheinbar noch verletzt. Lass uns mal ganz kurz gucken. Wir haben viele Leute, die verletzt sind. Ja, wir werden wohl vermutlich tatsächlich mit ein paar Rookies an den Start gehen. Aber definitiv nicht mit zwei Snipern. Dementsprechend. Ich werde... Tut mir leid. Ich finde es schade, dass man halt noch scheinbar nicht... frei bestimmen kann, wer was werden soll. So, wir haben... Das ist natürlich auch ein Problem, dass beide Grenadiere nicht am Start sind. Ich meine, die Rookies werden so oder so halt mit Granaten in den Kampf geschickt. Aber trotzdem. Ich denke, wir gehen wirklich einfach hin, nehmen die ersten beiden mit. Und... wir müssen jetzt noch das andere Equipment machen. So, Medkit Nummer 2, wunderbar. Ist vielleicht ein bisschen Cheat, aber was soll's. Du nimmst eine zweite Granate mit. Du nimmst bitte den Battle Scanner mit. Und ja, denk auch eine Granate. Falls das irgendwie... ich überlege gerade. Wenn wir ihr das, diese extra Plating geben... klar hätte sie da ein HP mehr, aber sie ist oder sollte eigentlich in den meisten Fällen weit genug von den Gegnern entfernt sein. Sie hat auch Squad-Zeit und Long Watch, also das sollte kein Problem sein. Ich überlege, wen ich halt die Weste gebe. Das ist auch so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass die halt alle so mit den gleichen Werten starten. Ich meine, klar, ich möchte nicht, dass durch zufällig irgendeiner mit 20 HP oder irgend so einem Blödsinn startet, aber dass halt jeder 5 plus 4 hier in der Hinsicht hat. Macht es dann so ein bisschen interessanter. Auch alle, wirklich alle Stats sind gleich. Das hätte ich ganz gerne anders gesehen. So, dann scheiß drauf auf die Sache. Fricken nimmt den Skulljack mit. Du hast die Medkit. Du hast den Battle Scanner. Habe ich irgendwas übersehen? Ich denke nicht. Doch eine Sache könnte ich noch maximal machen. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von den beiden Soldaten jetzt schon die Info gelesen hatten. Dementsprechend. Für die speziell jetzt hier mal ganz kurz noch die Übersicht, dass ihr das kurz lesen könnt. Ich habe logischerweise auch den Season Pass gekauft, das heißt, die DSC-Sachen sind ebenfalls am Start. Ich werde das vermutlich nach diesem Teil mal in Angriff nehmen, so ein paar Soldaten nochmal umzuändern, damit wir so ein bisschen diesen DLC auch miterleben dürfen. Also alles, was ihr jetzt gerade seht, ist noch ohne diesen DLC. So, und Person Nummer 2 und 3, beide sind ja noch dazugekommen. Und zwar Skillless Character Info auch noch hier. Muss auch mal so ein bisschen selber durchlesen, weil hier und da passiert es einfach, dass man irgendwelche Schreibfehler reinschleudert. Und ich habe bei zwei Soldaten, glaube ich, weiter unten schon gesehen gehabt, dass es, also in der Liste weiter unten, dass da welche drin sind, die ich definitiv noch fixen muss.
Okay, und zu guter Letzt haben wir noch Nephron. Hier hinten. Und dann geht's endlich gleich los. Also ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Gerade der Schwierigkeitsgrad ist nicht allzu viel aussagend, außer von der Farbe, hey, das ist vermutlich schwerer als die anderen beiden. Aber was da genau auf uns zukommt, weiß ich einfach noch nicht. Okay. Damit haben wir das. Wir könnten noch überlegen, ob wir irgendwem irgendwelche Items geben. Also das sollte ich vielleicht auch tatsächlich nochmal ganz kurz überlegen. Können wir ihr irgendwelche... First two reloads in a mission do not cost an action. Das ist natürlich für den Sniper gar nicht mal so uncool. Dann haben wir 10% chance to kill your target when you hit them, regardless of target's remaining HP. Auch für den Sniper gar nicht mal uncool. Instant kill chance. Da gibt es zwei unterschiedliche Arten sogar in der Hinsicht. Laser sight, mehr Genauigkeit. Die Crit Chance ist erhöht. Das ist erhöht. Genauigkeit. Dann haben wir noch Stock. Missed shots still deal one damage. Das ist auch so eine Frage. Ich glaube, das sollte man... Obwohl, das ist ja wirklich nur für Missed Shots. Da müsste man schon fast überlegen, ob das nicht für sowas wie einen Shotgun-User clever ist. Wenn man irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob es in der Zukunft sowas wie Flash gibt als Skill. Also man wirklich sagt, hey, der hatte halt die Möglichkeit... Ja, das kriegst du. Gegner irgendwie aus dem Cover zu ziehen. Und selbst wenn er nicht trifft, er macht immerhin etwas Schaden. Was ja auch für Overwatch-Situationen gar nicht falsch sein könnte. Denn jedes Mal, wenn er... Schaden nimmt, dann wird er auch aus dieser Sache rausgeschmissen. Okay, lange noch hier mit aufgehalten. Let's go. Sky Ranger deploy. Squad green to deploy. Resistance forces operating out of this area tipped us to an advent train carrying a data vault full of records critical to the aliens' latest project. This is our chance to slow their efforts, so we're moving in to seize that vault one way or another. Take out all hostile contacts and lock down the area. We need to secure those assets. Also ich denke mal, das wäre eine Mission, die normalerweise auf Zeit gehen würde, weil dieser Zug vermutlich weiterfahren würde. Yada yada yada. So, Serum Toxicity Report vom Advent müssen wir mitnehmen, sowie alle Gegner umnieten. Bin mal gespannt, wie das ablaufen wird. Wir haben zwei Veterans, einen erfahrenen und drei Rookies am Start. Das könnte also lustig werden. Menace 1-5, we've got a bead on the Advent Data Vault near your position. Be advised, self-detonating charges are in place at the target. Move to disarm and extract the package before its contents are destroyed. Ja, das ist für uns nicht der Fall, aber wir haben schon den einen Bösewicht gesehen, der vermutlich diese Mission so schwer machen wird oder schwerer, und zwar ein Codex. Wie gehen wir das Ganze an? Das ist die große Frage. Wir haben einen extrem langen Weg vor uns, zumindest wirkt das so. Was wird das darstellen? Ach, das ist hier so eine... Ja, das ist wirklich eine Bahnstation, das ist eine Haltestelle. Okay, das ist... Hier ist einfach nur ein Punkt. Ist einfach nur durch den Schatten nicht sehbar, dass es hier scheinbar noch weitergehen würde. Okay, wir haben hier einen Bereich, der mir sehr missfällt. Einfach weil... Haivogel? Steht im Nichts. Ach nee, never mind. Ein Punkt, wo sehr viel Half-Cover am Start ist. Wir haben hier diesen Naturbereich. Ich hätte jetzt fast Park gesagt, aber das ist es nicht. Wo dann halt Full Cover ist, also werden wir vermutlich uns da lang bewegen, Straße entlang laufen, ist vermutlich dumm, einfach weil die in den meisten Fällen halt dort irgendwelche Patrouillen oder diese Tower haben, die uns entdecken würden. Okay, ich würde tatsächlich sagen, dass wir dann doch halbwegs versuchen, uns schnell nach vorne zu bewegen, auch wenn wir keinen Zeitdruck haben. Okay, die Frage ist aber halt, wie gehen wir das am besten an? Wir haben einen Sniper, der kann lustigerweise nicht hier hoch. Haben wir dieses Gebäude hier irgendwie als Nutzfläche? Also ich kann hier nicht weitergehen, also gehe ich mal von aus. Ja, okay. Man sieht es schlecht, aber man sieht es ab und zu aufleuchten. Wir sind wirklich am Rand der Map. Genau, wir sind wirklich... Also hier ist nichts irgendwie im Hintergrund, was uns überraschen könnte.
Wir kamen hier Full Cover. Das hier alles ist nicht Full Cover, das ist vermutlich Full Cover. Das Ding hier ist vermutlich Full Cover. Also es gibt hier schon so ein paar Sachen, die man theoretisch nutzen könnte. Also es geht in Ordnung, aber ich bin immer noch nicht so zufrieden damit. Ich würde aber trotzdem sagen, ja, ich will eigentlich nicht unseren Medic da reinschicken. Also was hier? Du. Und ab geht's. Du gehst mal bitte als erstes hier hin. Und da ist nichts. Das ist natürlich schon mal ganz schick. Oh, hier fängt der Zug an. Wow, okay. Das ist bei Weitem früher als erwartet. Ich dachte wirklich halt vielleicht hier so in dem Dreh oder halt... meine, es wirkt nicht so groß. Ob es halt... es wirkt größer, als es im Endeffekt ist. Ich habe einfach nicht gerechnet, dass hier schon das Ganze kommt. Okay. Unser Problem ist logischerweise, dass in diesem Zug Gegner sein könnte. Entweder hier drin oder dahinter oder logischerweise davor ebenfalls. Denn wir haben das alles noch nicht so hundertprozentig entdeckt. Und je nachdem, wie wir das Ganze entdecken, beziehungsweise die laufen, müssen wir... oh, hat der Zug vielleicht Turrets, die er nutzen kann? Ist die Frage, ob diese Dinger oben drauf Turrets sind. Dementsprechend sollten wir tatsächlich nicht allzu weit vorausrennen. Dementsprechend... Sniper. Ist clever, Sniper so weit vorzuschicken. Im Endeffekt, denke ich, tut es das erstmal nicht so großartig weh. Ansonsten Stimmen auch von den neuen Rookies sind natürlich immer noch relativ Standard erstmal. Das werde ich dann auch in der Zukunft noch anpassen. Bones, geh mal hier bitte hin. Dann ist der nämlich erstmal halbwegs sicher. So, da ist noch ein Baum. Und hier ist dann leider nur noch Half-Cover. Würde trotzdem ganz gern, dass du dann doch relativ weit vorgehst. Und du gehst dann ruhig hinter diesen Baum erstmal. Okay, wir haben irgendwas hier oben gehört und wir sehen auch, obwohl, das hat nicht viel zu sagen, weil wir hier durch ein Ding durchbrechen würden. Da oben ist ein Tower, genau, dementsprechend hat sich schon mal gelohnt, gerade eben nicht dort lang zu laufen. Und da ist gleich der nächste, boy, boy, boy. Die große Frage ist Scanning, das können wir nur einmal machen. Was ich ganz gerne gemacht hätte, ist diese Sache da zu hacken. Oder zu gucken zumindest, ob wir es hacken können, sagen wir es so. Ich hab so... ich würde nicht sagen Panik oder Schiss oder... aber halt... ich bin halt unsicher, wie viel wir hier machen können, ohne halt in Gefahr zu laufen. So, das Ding können wir hacken. Wir werden natürlich auch gleich testen, wie gut das funktioniert. Wichtig ist, ich habe die Mod installiert, die Hacking mit jedem Versuch besser macht. Oder glaube ich, jedem Erfolg. Das heißt also, Fricken ist derjenige, der auch definitiv weiter versuchen sollte... ah, failed hack result. Okay. Social gain complete immunity from the next two attack. 62%, das könnte aber auch extrem nach hinten losgehen. Trauen wir uns? Gut. Vor allem gain control of two random enemies. Auch interessant. Aber ich denke, dadurch, dass wir uns hier langsam ranschleichen wollen, gerade gegen den Codex. Vor allem, überleg mal, würden wir den Codex übernehmen? Ich vermute, seine Funktion, dass er sich kopieren kann, würde weiterhin existieren. Was wiederum ebenfalls bedeuten würde, dass jedes Mal, wenn er getroffen worden wäre, die Kopiererei angefangen hätte. Und wenn wir dann die Kontrolle verlieren, dass die dann halt... für den Gegner am Start sind. Und gleichzeitig geht davon aus, dass dann Concealment ebenfalls flöten geht, was dann halt wiederum bedeutet, dass die dann alle wissen, wo wir sind. Das ist alles nicht so sonderlich angenehm. Okay, ich denke, wir müssen jetzt hier so langsam einfach vorrücken. Interessanterweise auch hier, das ist Half-Cover, das ist Full-Cover. Ich habe so ein bisschen Schiss, da jetzt hinzurennen, muss ich doch ehrlich zugeben, aber ich denke, hierhin geht. Machen wir dann, denke ich, beim nächsten Schritt. Und ja, ich denke, wir werden diese Tür aufmachen. Einfach um, falls tatsächlich dieser Kampf hier schon ausbricht, dass wir hier eine Möglichkeit haben, ebenfalls reinzuschlüpfen und von dort angreifen zu können. Heiler, geht mal bitte einfach hier in den Mittelbusch.
They keep these trains running around the clock, but you'll never see them loading or unloading any cargo. At least not where anyone can see it. So, diese Ansage sollte uns natürlich bekannt vorkommen, aber es liegt daran, dass wir die ursprüngliche Mission, wo wir ja auch schon mal so einen Zug angreifen mussten, ja eigentlich zurückgesetzt hatten. Und dementsprechend ist das alles nie passiert. Ah, wie machen wir das am besten? Ich könnte den relativ weit nach vorne ziehen oder... Weißt du was, ich stelle den hier hin. Rücke zur Zielposition vor. Bin dabei. Und du... mach mal nichts. Geh aber mal in Overwatch. Okay, also weiterhin erstmal nix. Understood. Moving out. Was siehst du? Okay, du siehst was, was du hochjagen könntest. Ansonsten, oha. Hier dürfen wir nicht... Oh, oh. Das ist doch... Ist das der Train oder ist das das... Ist das ein Vieh? Das könnte beides sein. Wir dürfen auf jeden Fall nicht vergessen, dass hier theoretisch auch Aliens herumdümpeln könnten. Ich würde ganz gerne... Nee, lass uns mal noch nicht darum gehen. Oh, du kommst da nicht hin. Over there. Okay. Ich weiß, dass es riskant ist, was ich jetzt hier gerade mache, aber... Eyes on the prize. So, du gehst jetzt... Nee, geh mal hier hin. Du gehst hier hin. Du... Ja, da dürfen wir logischerweise nicht durch das Gate hüpfen, sondern gehen wir hier hin. Tempo. Fällt mir alles noch nicht so wirklich, muss ich zugeben. So, du gehst mal hier hin. Ich will einfach, dass du vielleicht diese Stelle überwachst. Damit wir wissen, hier ist weiterhin nichts. Aber das ist auf jeden Fall so eine Mission wieder, wo man dann sieht, wenn man da so 7 Runden Zeit hat, wie viel Hektik hier auftreten könnte. So, ich denke, du gehst jetzt hier hin. Einfach. Da ist weiterhin nichts, okay. Order's confirmed. Moving out. Weiß, es ist jetzt nicht viel, was ich mit dem bewegt habe, aber. Das ist mir lieber. Nicht, dass hier auf einmal einer ist und ich renne da volle Kanne rein. Okay, ist jetzt riskant, was ich mache. Definitiv, weil wir wissen nicht, was hier ist. Rück mal rein. Asshole. What? How? Oh boy, das wird böse enden. Oh boy, wenn man vor allem mit 72% verfehlt, ja. Oh boy. Okay, das wird böse. Das wird richtig böse. Wenn du hier hochgehst. Vor allem, das ist nicht Freecover. Wieso? Ach so, ja, okay, das Ding ist wirklich nicht stabil. Unser Problem ist, denke ich, relativ klar. Die Dreckskinder haben... sind sehr nah an uns dran. Dementsprechend... Oh boy, das muss ich genau abplanen. Denn so darf ich nicht werfen. Weil dann geht nämlich die Tür drauf und es gibt einen weiteren Weg, dass die zu mir reinkommen können. Dementsprechend, ich muss jetzt so machen. Vier Schaden, gut. Mir ist wirklich wichtig, dass wir das Dreckskind als erstes entfernen. Die Frage ist aber, wer macht's? Klingt machbar. Du siehst nichts. Wow. Du siehst nichts. Da muss ich
dich definitiv auch umbewegen, denn falls die über die Sache rüberklettern sollten. Ja, und ich denke, dass der Witz, dass die beiden hier hinten definitiv bleiben müssen, um sicherzustellen, dass gerade eben keiner auf den Zug draufklettert. Das kann definitiv, aber, you know. Muss aber so sein. Sehr schön. Okay, das große Problem sind, denke ich, A, deren C-Attacken und B, die beiden hier oben. Denn keiner von denen hat Overwatch am Start. Das ist der Weise, er geht freiwillig in Half-Cover. Ja, okay, von mir aus. Das geht noch in Ordnung. Oh, sehr schön. Oh, come on. Yes, sweet. Sweet, sweet, sweet. Okay. Ich habe etwas gefunden. Oh, gib ihm sofort eine Promotion. Das ist wirklich am Anfang der Fall. Rookies brauchen, glaube ich, einen Kill. Um schon befördert zu werden. Okay. Die große Sache ist. Nee, Skyjack funktioniert nicht. Also es ist wirklich scheinbar nur bei hochrangigen Advent-Soldaten. Ansonsten dieser Baum ist zerstört, aber man sieht immer noch Reste. So, du bist mir leider, ja, disorientated, low cover. Wieso gibt low cover, achso, das, ich muss mich immer daran gewöhnen, dass halt allgemeines Cover Minus gibt. Was lustig, ich habe eine Granate hingeworfen, der Baum ist komplett draufgegangen, aber der Stein wiederum nicht. Also mein Problem ist, denke ich, relativ offensichtlich. Ich habe Angst, dass keiner von, oder dass derjenige, der versucht halt da reinzurennen, ihn nicht mit einem Schuss umnieten kann. Sweet. Und natürlich, dass alles, was jetzt in der Zukunft passiert, ebenfalls riskant ist. Dementsprechend, mach du doch mal den Schuss trotzdem. Okay, das war zu erwarten. Aber ich will den logischerweise da nicht reinschicken. Konntest du nicht da hinlaufen? Du kannst da hinlaufen. Das ist kein das wäre. Aber ich habe einfach Angst, dass das, was da oben auf uns zukommt, oder vielleicht da oben schon kurz außerhalb unserer Sichtreichweite, uns ein Problem bereitet. Dementsprechend, oh, wir könnten einfach hier hoch. Aber hier oben ist interessanterweise... Ja, es missfällt mir, dass hier angeblich kein Cover ist, das wir nutzen können. Weil es ist ein einfacher Gegner, den man eigentlich schnell erledigen sollte, aber ich will es halt... Weißt du, ich gehe einfach trotzdem mal hoch. Das kann ich machen. Denn damit machen wir zwei Sachen. Genau, wir erkunden ein bisschen mehr. Okay. Okay, du rennst jetzt wirklich einfach... Fuck, das war die falsche Person. Das war die falsche Person. Goddammit. Ah, da, weißt du was? Gar nicht großartig damit rumspielen. Granate unterwegs! Er hat zwar schon seine Beförderung, aber genau. Man sieht nicht mal, wie er drauf gegangen ist. Okay, gut. Damit haben wir den Blödsinn. Wir gehen ganz bewusst nur das Minimum. Illyrium Core, gut. So, wir haben bisher noch keine weitere Patrouille getriggert. Ansonsten müssen wir aufpassen, dass wir nicht durch Feuer latschen. Genau. Aber du gehst jetzt bitte hier in die Ecke. Na gut. Okay. Wir müssen uns jetzt logischerweise auf die Zukunft weiter vorbereiten. Was bedeutet... Mal gucken, hier ist auch weiterhin nur Half-Cover. Wir bewegen uns dann doch weiter um. Du gehst dann trotzdem mal bitte hier hin. Ja, einfach... Meine Zweifel, wo die Gegner sein könnten. Ja, Spiel, danke. Meine Angst ist wirklich, dass ich hier hingehe, die von dort kommen, beziehungsweise wenn ich hier hingehe, die von dort kommen. Ist also beides nicht schön.
beides nicht schön. Wir wissen, das Ding... Interessanterweise kann man das Ding jetzt nicht mehr zerstören. Wegen dem Feuer, siehst du das nicht? Lass mal ganz kurz was gucken. Weil wir hatten kurzzeitig diesen Container eigentlich als Schussmöglichkeit gesehen gehabt. Ansonsten bist du immer noch Gagab in der Birne. Das Remote Hacking. Du gehst trotzdem mal bitte hier hin. Und lädst nach. Und jetzt ist der Baum wieder als Coverfunktion dort. Mhm. Interessant, interessant. So. Ich gehe wirklich davon aus, dass die meisten hier oben sein werden. Es fällt mir natürlich. Denn ich müsste eigentlich ihn ebenfalls hier wegbewegen. Ich habe Angst hier halt auf der Stelle. Oder wegen der Stelle. Geh mal hier hin. Mach mal die Tür auf. Ich erwarte, dass hier irgendwas ist. Dementsprechend bereite dich da mal drauf vor. Dann... Dich traue ich da nicht hin, wie gesagt. Dich möchte ich da eigentlich auch nicht hinsprinten lassen. Du könntest da vermutlich... Nope, du kommst da auch nicht hin. Warum könnt ihr denn nicht da hinlaufen? Mann, oh. Lauf doch mal einen Ticken weiter, bitte. Du. Warum ist denn hier alles nur scheiße auf Cover? Eigentlich muss ich sie da hochbewegen, damit sie auf beide Seiten schießen kann. Ja, mach mal. Denke, das ist nicht dumm. Dadurch, dass sie in den meisten Fällen eh relativ weit hinten sich befinden wird. Ja, geh mal hier hin. Das war tatsächlich nach rechts. Okay, so, darunter. Oh, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Aber es ist mir vorher nicht Okay, alles geht. Gut, dann gehst auch du dahin. Double time. Da bricht das Zeug da weg. Meine, klar zu erwarten, aber man hat das dann halt so... Als, oh, da sind Gegner oder... Oh, boy. Okay, Codex und Soldat. Wie kann man das gescheit regeln? Ansonsten, ich kann den gerade hier nicht bewegen. Lass mich kurz einmal durchwechseln. Jetzt wieder, okay. Hier zum Beispiel wieder... Was kannst du da erzählen? Das ist einfach nur... Ach so, das Ding kann da... Oh. Oh. Das sind die Reports. Sie sind also weit genug von dem Ding... Ja, danke, Spiel. Weg. Wenn ich darauf schieße und es kaputt mache, habe ich vielleicht die Chance, den einen Soldaten, den wir ja hier stehen gesehen hatten, gleich mit umzunieten. Probieren wir das mal, denke ich. Wir haben viele Soldaten in guten Positionen. Wir haben sie hier oben. Sie kann also theoretisch nach links und rechts ballern, falls logischerweise die anderen nicht sehen sollten. Aber wir haben die Übersicht. Wir haben viele, nicht alle, aber viele in Full Cover. Ich will wissen, was passiert. Nummer 1. Let's go. Hat das was getan? Achso, das Ding hat noch ein AP. Okay, mach mal. Hat's überlebt, du Dreckskind. Oh shit, da ist natürlich der Klo. Oh, aber einen haben wir damit umgenietet. Okay. Ihr Viecher seid verdammt freaky. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, du rückst auch bitte hier hinter. Du kannst die... Oh, nicht gut, aber du kannst sie sehen. Okay, das sollte für ein Overwatch schon reichen. Du musst Overwatch geben und du rückst darüber. Du siehst nichts, aber Overwatch sollte auch hier helfen.
Oh, Covering Fire ist das auch gleichzeitig schön. Das heißt, falls das Ding schießen sollte. Oh boy. Okay. Jede Bewegung wird ausgenutzt. Und schön. 28%. Auch wir endlich mal mit einer schönen Chance. Nope. Come on, you can do it. Sweet. Okay, jetzt haben wir nur noch ein Dreckskind. Das Dreckskind könnte natürlich problematisch werden, je nachdem, wie es sich teleportiert. Gar nicht interessanterweise. Und es ist auch nicht im Overwatch, ne? Ist das Overwatch? Doch, das ist Overwatch. Fuck. Oh, aber eine gute Chance. Dann probier mal bitte. Okay, das ist ein Problem. Denn wir haben auch keinen Sniper am keinen Kollegen am Start, der. Oh, da muss ich jetzt natürlich aufpassen, denn jede Bewegung könnte natürlich getriggert werden, dank dem Feuer. Da kann ich nämlich nicht einfach so kurz durchgucken. Ich denke, du musst tatsächlich das Feuer öffnen und alle anderen müssen einfach in Overwatch gehen und hoffen, dass sie. Schön! Was ist denn heute mit euch los? Wird richtig gut. So, Frage ist. Das waren noch nicht alle. Also, ganz bewusst hier nutzen wir mal so die Zeit noch für ein paar Leute, um nachzuladen. Gesundheit. Ja, du kannst so bleiben erstmal. Aber du lädst nach. Denn du bist weiter vorne. Got it covered. Okay. Also, meine Schöne ist, wir haben, wie man sieht, hier auch noch einen Lancer mit umgenietet. Also, es hat sich schon mal gelohnt. Du. Bleib mal da. Wie gesagt, einfach weil er weiter vorne ist. Und es mir zu riskant ist, ihn einfach da reinzuschicken. Da ist das. This is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Okay, sweet. Du rückst bitte gleich zu dem Baum vor. Du. Nee, mach mal. Du rückst hier hin. Du rückst dorthin. Du lädst nach. Und. Kannst du nicht mehr? Achso, musst erstmal nachladen. Okay, dann gehst du bitte jetzt hier so einen vor. Gesundheit. Dass hier nichts passiert, ist mir nicht geheuer, muss ich dann doch ehrlich zugeben. Okay, wir haben drei hier, wir haben zwei dort und einen oben drauf hocken. Bedeutet, du musst definitiv auf dieser Stelle bleiben. Muss einfach nur auf Sicherheit gehen. Hast du gerade Hobo-Watch gesagt? Was vermutlich Overwatch hieß. Slow and steady wins the race. Dank Mods. Du rückst hierhin. Klingt machbar. Durchaus. So, das Feuer ist natürlich ein bisschen problematisch. Nicht, dass es uns angreift, sondern weil es Sachen zerstören könnte. Und du rückst hierhin vor. Und du. Hier oben ist leider kein Cover mehr. Aber du bleibst, denke ich, trotzdem mal ganz kurz hier. Einfach wegen der Overwatch-Fähigkeit. Das ist mir alles noch nicht geheuer. Großes Problem ist logischerweise dadurch, dass ich jetzt hier super viel zerstört habe. Hier oben ist auch nochmal ein Gebäude. Also logischerweise, die könnten hier sein, die könnten dort sein, könnten da hinten sein, die könnten hier in dem Wald sein, die könnten in dem Gebäude sein, was ein großes Problem ist. Man müsste fast überlegen, ob man die alle ganz bewusst hier so entlang zieht. Oh, hier ist so überhaupt kein Fullcover mehr. So überhaupt nicht. Das Ding ist Fullcover. Mach mal bitte. Ach so, das ist für die Umgebung. Lass mich mal. Ich kann leider nicht rauszoomen.
Das wäre schön gewesen, wenn man sagen könnte. Oh, Moment, gleich kann man das jetzt hier irgendwie besser so sehen. Das ist eine durchaus interessante Fähigkeit, aber am besten wäre es fast, wenn man sagt, man schickt den hier so ganz bewusst darüber irgendwie. Ich nutze die, denke ich, jetzt auch mal ruhig, die Fähigkeit. Einfach um so Sicherheit zu haben, dass da in der Ecke nichts ist. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Okay, wir haben damit herausgefunden, dass da Eumels sind, aber... Oh! Ich gehe mal davon aus, dass diese Scanning-Sache mir aber auch gleichzeitig damit jetzt gesagt hat, dass die menschlich sind. Aber wissen wir was? Wir gehen ganz bewusst jetzt damit runter. Also wir gehen mit ihr runter, um dann später die Sache zu werfen. Ah, wie rücken wir weiter mit euch vor? Und das war ein Fahrzeug im Spiel. So, Healer ist es. Rück mal weiter vor. Gibt es irgendeinen Grund, irgendwem da... Ja, ich denke... Wir machen das so. Ich hatte erst überlegt, ob wir ihm die Drohne als Schutz geben, aber im Endeffekt, na. Kein Problem, Boss. Biete Feuerschutz. Du auch interessant, dass hier das Zeug... Doch, sieht aus, als wäre das im Dunkeln, obwohl der da halt ist. Also was, gehen wir einfach dahin. Okay. Einmal kurz durchgedreht. Es fällt mir so, dass hier überhaupt nichts los ist. So, ich muss jetzt wirklich einfach hingehen und nochmal diese Sicherheit haben. Und wir werfen das Ding wirklich mal ruhig da rein. So. Muss einfach wissen, ob da halt irgendwas Gescheites ist. Okay, die sind jetzt gescannt worden. Da drin scheint nichts zu sein. Außer der Counter dahinter hat uns das jetzt so ein bisschen versaut. No problem, boss. I've got eyes on an... Oh, shit. Oh, shit. Das ist ein großes Problem. Seems doable. Du musst darüber. Du musst hier rüber. Du... Ach, ich habe Angst, dass ich mehr trigger, als ich nutzen kann. Ich würde gerne logischerweise einen hier hinstellen. Hier ist alles nur Half-Cover. Das traue ich mich so überhaupt nicht. Hier hoch könnte man gehen, aber das will man logischerweise überhaupt nicht machen. Geh mal hier hin. Dass, falls jemand tatsächlich da entlang läuft, dann kann er da auch noch was sehen. Okay. Bevor wir weiter planen, du musst mir bitte den eventuell übernehmen. Wenn wir das machen, können wir nämlich den Lancer angreifen. Und der ist das größte Problem, Kind, aktuell. Denn der kann uns die Einheiten auseinandernehmen. 50%. Ah, Stun. Ist mir sicherer. Man sieht, wenn man sagt 50%, das hätte er vermutlich nicht geschafft. Dementsprechend, den haben wir jetzt deaktiviert. Sehr gut. Unser Problem ist, dass man nicht vergessen darf, wir haben keine mit Armor Shredding am Start. Du siehst angeblich nichts. Du musst... Ah, das ist natürlich auch eine extremst unschöne Position. Aber du musst darüber. Wir brauchen wirklich alle Soldaten da drüben für Reaction-Feuer. Du bist aus, sehr schön. Das Fahrzeug ist vermutlich komplett kaputt, also da brauchen wir auch nicht irgendwie hoffen, mit irgendwelchen Granatwürfen die Dinger... Oh, schön. Explodieren zu lassen. Aber man sieht auch hier schon... Oh, sweet. Habt ihr das gesehen? Schön, dass auch er muss sich umbewegen. Und vielleicht traut er sich nicht allzu viel. Oh, wow. 30%. Auch hier wieder. Eine sehr gute Chance für ihn. Okay, what are you doing?
Oh boy, das war jetzt natürlich nicht sonderlich clever. Ja, hier, also dieser Cover funktioniert so überhaupt nicht. Wir gucken mal ganz bewusst von weiter weg, was nicht so hundertprozentig funktioniert. Lass mal ganz kurz gucken, ob wir das irgendwie besser sehen dürfen. Also hier ist eigentlich keine Wand mehr. Wir haben ja auch gesehen, wir konnten da ohne Probleme durchlaufen. Kannst du was sehen? Du könntest das Feuer auf das Ding eröffnen. Achso, du hast noch nicht diesen Heavy Shot. Okay, mach trotzdem bitte. Denn das Ding wird logischerweise sich trotzdem bald wieder aktivieren. Und dann müssen wir ja auch mit der Sache regeln können. Du hast keine Granaten. Wer von euch kann da... Okay, du kannst da vorrennen. Dementsprechend wirst du das machen. Und auch eine Granate dorthin werfen. So, und ich muss das Ganze so werfen, dass dieser eine Baum ganz bewusst nicht zerstört wird, dieser Großhield, weil den will ich groß behalten. Wegen Full-Cover-Chance. Okay, gut. Ich muss jetzt aufpassen, dass gerade der Kollege, der da sich gerade die Hosen voll macht, dass wir den irgendwie retten können. Oh boy, das missfällt mir so, dass die überhaupt nicht dahin kommen, ne? Du geh mal dahin. Muss einfach gucken, ob der von dort aus... Sehr schön, komm an. Schön. Sehr schön sogar. Okay. Ah, das ist ein fucking Half-Cover. Du gehst hier rüber. Los geht's. Und du musst hingehen und tatsächlich deine Heilfähigkeit nutzen. Ich weiß nämlich nicht, wie das hundertprozentig mit dem Stun funktioniert. Ob die gestunt sind und wenn der Stun endet, dann halt sofort wieder angreifen können. Beziehungsweise wann der Stun hundertprozentig endet. Ja, genau das meinte ich. Der Stun ist schon wieder vorbei. Suppression. Interessant. Und traue sie aber auch einiges. Panic removed. Oh, der Baum ist, glaube ich, trotzdem entfernt worden. Du siehst es nicht. Du siehst es, Mist. Schieß mir trotzdem bitte mit der Pistole. Auch wenn es nur 55% angeblich sind. Sweet. Das hat nämlich jetzt auch Suppression entfernt. okay. Jetzt müssen wir einfach uns clever anstellen. Wir haben gute Chancen, schön viel Schaden anzurichten. Dementsprechend müssen wir überlegen. Wir können dich einfach einen Ticken weiter nach vorne schieben. Deswegen, ich denke, du machst den ersten Angriff. 99% Chance. Was könntest du hier noch machen? Hack Chest. Achso, das könntest du auch einfach von da machen. Interessant. Okay, du hast jetzt damit noch 2 HP? 1 HP, okay. Ich will gucken, ob wir vielleicht das irgendjemandem geben könnten, der davon auch profitieren könnte, ne? Das ist mir zu wenig. Kannst du von dort aus... Du kannst ihn von dort aus nicht sehen. Das ist echt doof. Dort aus könntest du aber sehen, hoffe ich. Schon unterwegs. Wo, du hast ja auch schon deine Beförderung. Ihr habt alle eure Beförderung bereits. Das ist natürlich auch sweet. Move it, lads! Mach du mal. Einfach um den Heiler auch Erfahrung zu geben. Yeah. Ja, ja. Das haben wir schon, wa? Gehen wir schon hin. Solid copy. Ja, wir werden jetzt logischerweise hier einfach uns vorbereiten. In aller Ruhe. Mein einziges Problem ist einfach nur, dass ich nicht weiß, was danach passiert.
Und zwar, wenn wir das Ding eingenommen haben. Wo kannst du... Geh mal einfach nur dahin. Du. Geh mal ruhig da hoch, ja. Und der Rest macht mal erstmal noch nichts, denke ich. Ich denke, wir gehen jetzt einfach hacken hin. Okay, so, mal gucken, was da an extra Möglichkeiten es noch gibt. So, 100% Disarm. Recover a mission lead on the alien facility. Oh, sweet. Das müssen wir machen. Oh, gerade so. Wunderbar. Status confirmed. Mission accomplished. Einer wurde verletzt, dank dieser 30%igen Chance, aber ansonsten, Ancient Dawn, erfolgreich abgeschlossen. Was haben wir denn so Feines? 70% Genauigkeit, Nephron hat 16 Schaden ausgeteilt, dreimal hat Frickin' Moron angegriffen scheinbar, Moused Under Fire war Skillless. Na, ich denke, das geht insgesamt wieder in Ordnung. Könnt euch hier noch die glücksprozentualen Chancen angucken. Und dann geht's ab nach Hause. After a mission like that, spirits are gonna be high around here. We might have to resupply the bar. 12 Tage, holy shit. Ansonsten, ja, unser Captain hat's leider nicht, Corporal hat's nicht. Also die Newbies haben alle was bekommen. Der Rest leider nicht. Yay, ein weiterer Sniper. Yay. Ein Ranger, sehr schön, können wir immer gebrauchen. Und ein Specialist. Ja. Wir haben Codex Brain, wir haben Illyrium Core, Facility Lead, yeah. Aber es ist wieder eine Sache, die man erst entdecken muss, das ist auch ganz in... Ordnung ist so, first reload in a mission does not cost an action. Oh, sweet. Müsste man schon fast überlegen, wem man das tatsächlich geben würde. Denn jede Klasse könnte davon halt sehr stark profitieren. Gerade wenn man sowas sagt wie ein Ranger, der sehr nah an den Gegner dran ist, hat seine Munition aufgebraucht, oder beziehungsweise hat einen Schuss, braucht das Ganze auf und lädt danach, um sofort wieder in der nächsten Runde schießen zu können, ohne größere Probleme. Das ist schon... Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Yeah, we did it. Sweet, damit haben wir auch einen neuen Scientist noch dazu bekommen. Das wird auch nochmal sehr stark helfen. Und damit, denke ich, kommen wir zum Ende dieses Teils. Wir arbeiten weiter da dran. Wie lange? 3 Tage hierfür noch, 7 Tage für die. Ja, wir haben nicht allzu viel geschafft gehabt in... Hinsicht von... Before I made contact, I just assumed the spokesman had died or moved on after the council dissolved. From what little he's told me, it sounds like he managed to gain a position with the Advent government early on, if only to start leaking intel to the resistance. Good guy. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier wirklich beim nächsten Mal weiter. Es gibt hier nicht allzu viel weiter zu erzählen, außer dass ich bei den ganzen neuen Soldaten noch hingehen werde... Ein paar neue, beziehungsweise allgemein gucken werde, ob es nicht irgendwelche Sachen gibt, die man mittlerweile anpassen könnte, vom Aussehen her, von den Biografien her und auch zum Teil von den Stimmen. Denn ich bin da immer so ein bisschen auf dem Laufen, gucke vor jedem Teil, ob da irgendwelche neuen Sachen dabei sind und passe es dementsprechend an. Zum Beispiel Clint Eastwood hier hatte ursprünglich die Arnold Schwarzenegger Stimme gehabt, die habe ich jetzt für eine Clint Eastwood Voice Pack ausgetauscht gehabt. Und dementsprechend wird er da jetzt mit passend auch herumlaufen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis zum nächsten Mal.